Moin, ich wollte euch mal zeigen, wie ihr einen leckeren Elsässer Flammkuchen selber machen könnt. Dazu braucht ihr an Gewürzen Muskat, Pfeffer und Salz, dann gehackte Zwiebeln, dazu gibt es auch nochmal ein Video bei Hilfreich.tv, zwei kleine oder wie hier eine sehr große, dann Bauchspeck oder Schinken, 250 Gramm gehackt, dann einmal Creme Fraiche, ein Eigelb und für den Teig braucht ihr eine Schüssel, wo das Ganze reinkommt, dann 180 Gramm Mehl, einen Teelöffel Salz, 10 Gramm Hefe und 150 Milliliter lauwarmes Wasser. Ich habe jetzt hier schon mal Teig vorbereitet, denn der muss ungefähr eine Stunde ziehen. Erkläre ich aber nochmal, wie das geht. Das ist ganz einfach. Ihr nehmt eure Schüssel, tut das Mehl hinein. Sorgt dafür, dass ihr noch etwas extra Mehl griffbereit habt, am besten in einer Schüssel. Die Hefe habt ihr kurz vorher in das lauwarme Wasser getan und kurz aufgelöst. Das kommt dann, wird dann unter das Mehl gehoben und dann wird das Ganze, kriegt das Ganze noch einen Teelöffel Salz und wird durchgeknetet, am besten mit den Händen. Ihr könnt aber auch so einen Rührhaken nehmen. Und dann wird das Ganze durchgeknetet und ihr werdet dann schon merken, wie die Konsistenz ist. Wenn es sehr stark klebrig ist, dann tut ihr einfach noch immer mehr Mehl dazu, bis die Konsistenz besser wird. Wenn es aber zu sehr bröselt, dann ist es zu trocken, wenn der Teig nicht mehr zusammenhält, dann könnt ihr einfach noch ein bisschen was von dem lauwarmen Wasser dazu tun. Und dann lasst ihr das Ganze für eine Stunde, am besten abgedeckt mit einem Handtuch, an einem warmen Ort stehen, damit die Hefe aufgehen kann. So, um nun die Basis für den Belag des Flammkuchens herzustellen, habe ich mir noch eine Schüssel genommen und einen Schneebesen. Ihr könnt aber auch einfach eine Gabel nehmen. Jetzt zeige ich euch nochmal eben, wie man das Eigelb von dem Eiweiß trennt, weil wir nur das Eigelb brauchen. Ihr schlagt das Ei einfach auf. Vorsichtig. Und dann geht ihr mit dem Eigelb immer hin und her. Und dabei verliert ihr das Eiweiß. Schön vorsichtig. So, jetzt läuft es schon über. Das Eiweiß gebe ich weg. Und was übrig bleibt, ist das Eigelb. Dass ein bisschen Eiweiß mit reinkommt, kann man nicht verhindern, das macht aber nichts. So. Und nun gebe ich noch meine Gewürze dazu, Pfeffer, Muskat und eine Prise Salz. Und meine Creme Fraiche. Und dann rühre ich das Ganze durch, bis es schön cremig und gut verteilt ist. So, jetzt müssen wir den Flammkuchen nur noch ausrollen und belegen. Und währenddessen heize ich den Ofen schon mal vor. Am besten schön hoch, bis zu 250 Grad. Dann nehme ich mir ein Backpapier, am besten auf dem Tisch, irgendwie in einer geraden Fläche. Das kommt dann auf das Backblech. Aber so geht es erstmal einfacher, das auszurollen. Ich tue jetzt etwas Mehl vorher auf das Backpapier, damit das nicht so klebrig wird. Es ist eh ganz gut, noch ein bisschen Mehl griffbereit zu haben, auch damit die Hände nicht so klebrig sind. Und zum Ausrollen nehme ich jetzt einfach so eine gleichförmige Flasche, weil ich selber auch keine Teigrolle habe, so eine Flasche geht auch. Da mache ich auch nochmal ein bisschen Mehl ran, das kann nicht schaden, damit es auch da nicht festklebt, der Teig. So habe ich mir jetzt hier ein Stück Teig genommen aus meiner Schüssel. Und beim Flammkuchen muss der Teig wirklich sehr, sehr, sehr dünn werden. Ich kann jetzt erstmal so anfangen mit der Hand, das ein bisschen zu zerdrücken. Und dann nehmen wir die Flasche und rollen das von innen nach außen. Ja, es fängt schon ein bisschen an zu kleben, da muss man aufpassen. Und so weiter rolle ich jetzt einfach den Teig aus, bis er richtig schön dünn ist.
Ja, ich habe den Teig dann ausgerollt, möglichst dünn. Und jetzt habe ich hier am Rand noch ein bisschen den wieder noch so ein bisschen zurückgeknickt, damit es hier einen Rand gibt, ca. 1 cm hoch. Und dann gebe ich jetzt meine Zutaten dazu. Erstmal die Creme fraiche mit den Eiern, die Gewürzen. Nicht zu dick, dass es einmal überall hinkommt. Und schön verteilen, am besten mit einem großen Löffel. So. Soll jetzt nicht schwimmen darin, aber muss schon überall was hinkommen, dass es nicht zu trocken wird. Und dafür ist der Rand jetzt halt auch ganz gut, damit das da nicht überläuft. Und auch später zum Greifen. So, und jetzt gebe ich noch meinen Speck dazu. Einfach drüber streuen, ein bisschen verteilen. So. Und meine Zwiebeln. Ja, und dann ist das Ganze auch schon fertig. Kommt auf ein Backblech und in den vorgeheizten Ofen, bei wie gesagt bis zu 250 Grad. Und dann braucht das Ganze auch wirklich nicht lange, ca. 10 Minuten, bis der Teig schön knusprig geworden ist. Ja, und dann ist er fertig, der Flammkuchen. Gut, ich hoffe, ihr kommt weiter mit dem Rezept und wünsche euch dann, wenn ihr soweit seid, guten Appetit.